Hallo liebe RC-Freunde, herzlich willkommen hier beim neuen Video von Leichter C. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich möchte heute die Serie Fuhrparkvorstellung abschließen. Ich habe noch zwei Fahrzeuge in meinem Fuhrpark, die ich euch bisher noch nicht vorgestellt habe. Und zwar sind es meine zwei RC-Hammer. Einmal von HG, der HGP 601. Und einmal von Tamiya, der ja, im Maßstab 1 zu 12 eine Nummer kleiner ausfällt. Hauptpart in diesem Video soll der HG-Hammer haben, weil der Tamiya-Hammer bei mir nur ein Standmodell-Dasein fristen muss, leider. Er könnte sicherlich mehr, aber das Fahrzeug ist einfach zu schade. Es gibt es nicht mehr an jeder Ecke zu kaufen und daher muss er bei mir leider im Regal stehen bleiben. Ich möchte trotzdem mal beide Fahrzeuge nebeneinander halten, Stichwort Größenvergleich und auch mal Vergleich der Machart. Der Tamiya haben wir so ein bisschen Plastikkarosserie, halt ein typisches Tamiya-Modell, der, ich sag mal, 90er Jahre. Und der HG haben wir richtig feines Metall, richtig schwer, schön ausgearbeitet. Eigentlich ein Superscaler, muss man sagen. Gelände sicherlich für einen Crawler eventuell ungeeignet, aber deswegen bei mir läuft er als Scaler und so möchte ich ihn heute mal vorstellen. Was habe ich dran gemacht? Was finde ich gut? Was finde ich nicht so toll? Möchte ich euch heute einfach ein bisschen dran teilhaben lassen und damit dann auch die Serie Fuhrparkvorstellung heute dann abschließen an der Stelle. In dem Sinne, seid gespannt aufs Video. Ich hoffe, ihr freut euch. Mir macht es auf jeden Fall Spaß, das Video für euch zu machen. Wie gesagt, als Abschluss der Serie. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Ich würde mal sagen, leichter C, machen wir es uns leicht und legen los. Also, wie im Intro schon angekündigt, it's Hammer Time today. Ja, Spaß beiseite. Haben wir zwei Interpretationen des gleichen Themas. Einmal der Uran von Tamiya auf TA02 Basis. Der haben wir von Tamiya aus den 90er Jahren. Und die Neuinterpretation der ja, Scaler par excellence, möchte ich mal fast sagen, von HG, der HGP 601. Hammer finde ich nach wie vor ein sehr faszinierendes Fahrzeug, auch wenn, ich sag mal, mit aktuellen Umweltdebatten sicherlich nicht in Einklang zu bringen, ganz klar. Gut, die neueste Version gibt es als Elektrofahrzeug, vor dem Hintergrund wird es vielleicht dann doch wieder aktuell. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, diese Fahrzeuge sind einfach Kult und die Modelle an der Stelle absolut. Ich sag mal, der HG ist jetzt natürlich auch seit ein paar Jahren auf dem Markt. Aber ich kann mir vorstellen, das Fahrzeug hat schon eine echt nette Kultgemeinde und Fangemeinde, allein wegen dieser Optik und dieser Detailverliebtheit. Aber halt hier auch, ich möchte mal den Tamiya als Uran bezeichnen. Ja, das ist ein Klassiker. Man findet, ich sag mal, gute gebrauchte Fahrzeuge, denke ich mal, schon so in der Region 200 Euro plus, habe ich alles schon gesehen. Es gibt also ein paar billige, verbaschelte, auch, ich sag mal, für unter 150 Euro. Die Frage ist, wie viel man dann selbst noch hineinstecken muss, beziehungsweise reparieren oder anpassen muss, um einigermaßen gutes Ergebnis zu haben an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz, zwei, wie ich finde, sehr faszinierende Fahrzeuge. Ich möchte heute hauptsächlich den neueren, den HG-Hammer thematisieren. Der alte Hammer, der Urahne, den werden wir mal ganz kurz noch, ich sag mal, vergleichen, dazu holen. Aber der ist bei mir hauptsächlich ein reines Standmodell, wird kaum noch gefahren. Ich weiß gar nicht, wann der das letzte Mal gefahren ist, weil er mir einfach fürs Gelände ein Stück weit zu schade ist. Ersatzteilversorgung, naja, manche Teile kriegt man noch. Ich sag mal, TA02 ist eigentlich gut, aber wenn es dann halt gerade mal um so Karosserieelemente oder dergleichen geht, dann muss man schon Glück haben, wenn irgendwo auf dem Gebrauchtmarkt gerade Teile zu verkaufen sind. Deswegen, wir werden den Hammer nachher auch noch thematisieren, aber beginnen und der Hauptpart im Video wird der HG übernehmen. Deswegen machen wir mal etwas Platz hier auf der Bildfläche. So, zur Seite geschoben. Dann den HG etwas ja, besser präsentieren. Ich schaue mal ganz kurz auf den Kontrollmonitor. Ja, so, ich denke, na, ja, so sieht das doch gut aus. Genau, also wie gesagt, hier HGP601, der Vater aller Scaler.
zumindest ab Werk in meiner Auge. Ich habe mir das Fahrzeug vor jetzt mittlerweile 1,5 Jahren zugelegt. Das ist tatsächlich eins der wenigen Fahrzeuge, die ich neu gekauft habe. Und zwar war für mich einfach der Grund oder der ausschlaggebende Grund, ich habe zwar noch nie so wirklich jetzt, ich sag mal, ein China-Modell mir zugelegt. Ich hatte ja mal den HG, ich weiß gar nicht mehr die Typenbezeichnung, auf jeden Fall den HG Dreiachser, also quasi den TRX6-Klon. Habe den ja auch entsprechend umgebaut und modifiziert, aber da war halt mit der Basis, sage ich mal, relativ wenig anzufangen. Also da musste man sehr viel reinstecken, sehr viel umbauen und vom ursprünglichen Modell war nachher nicht mehr arg viel da, damit es dann im Gelände gut funktionieren konnte. Den hier habe ich jetzt tatsächlich mal gekauft, habe gedacht, komm, jetzt probieren wir es, weil mir einfach die Optik gefallen hat. Und als das Fahrzeug dann bei mir ankam, dann war ich auch schon mal erstaunt, wie schwer diese Kiste ist. Also sowohl die Kiste, wo er drin war, das ist ja diese wunderschöne, ich kann euch da nachher mal ein Bild einblenden, diese wirklich schön gemachte Styroporbox mit Haltegriff und das Fahrzeug kann da wirklich sehr sicher transportiert werden, wirklich sehr nette Aufmachung. Und dann war eben halt dieses Schmuckstück da drin. Und ich sag mal, das Ding ist richtig schwer. Also wir reden hier von um die 6-7 Kilo an der Stelle. Also wirklich, es ist ein Brummer. Also da sind, wenn da Crawler mit ihren 4-5 Kilo ankommen, das Ding ist wirklich eine ganz andere Hausnummer. Was bei dem Fahrzeug wirklich, finde ich, heraussticht, ist mal die Detailverliebtheit. Also ich drehe es gerade mal um. Ich sag mal hier wirklich, ich habe zwar bei mir schon ein bisschen Scale-Zubehör und dergleichen ran gemacht, aber ich sag mal von der Aufmachung her sehr detailliert gearbeitet, viele Teile aus Metall. Also ich zeige euch nachher mal den Unterboden. Ja, kann es ja jetzt kurz machen. Das Ding ist so schwer, da muss man echt gucken, wie man denn hier im Video einigermaßen manövriert kriegt, dass ihr was seht. Also hier wirklich komplett, ihr seht, wie ich zittere. Also es sind 7 Kilo mit 4 Fingerkalten. Alles Metall, sehr sauber, wirklich ein Leiterrahmen, wo dann die Karosserie aufsitzt, Welle aus Metall und dergleichen. Und das alles, wie gesagt, Stock-Up-Work. Also das muss ich sagen, fand ich schon sehr erstaunlich an der Stelle. Aber halt die ganze Karosserieform und sonst darüber hinaus ist zwar hier Kunststoff, aber auch wirklich sehr sauber, sehr fein, detailliert gearbeitet. Man darf hier nur mal solche Scharnierlösungen hier angucken, so Schnellspannverschlüsse oder halt auch die Spiegel. Kleine Anekdote zum Spiegel, ich habe mich am Anfang echt gewundert, der war bei mir falsch rummontiert. Weil ich habe gedacht, okay, irgendwas passt da nicht, bis ich festgestellt habe, ja, die haben das Ding einfach nur falsch rummontiert. Da wollen wir mal absehen an der Stelle. Aber sonst auch hier oben dieser Drehturm, da gehört ja normalerweise noch eine MG oben drauf, aber ja, ich bin nicht so der Freund davon, hier mit der MG durch die Gegend zu fahren. Ich habe eh vor, eventuell, ich bin mir noch nicht ganz sicher, das Dach abzunehmen, die Türen abzunehmen und dann quasi die Cabrio-Version zu machen und dann eventuell ein Stoffdach drüber zu bauen. Ich muss mal gucken, also so ein bisschen so eine halb entmilitarisierte Variante aufzusetzen. Aber erstmal fährt er hier bei mir so durch die Gegend und mein Hauptfokus war erstmal auf der Technik an der Stelle. Aber bevor wir zur Technik gehen, wir bleiben mal außen und schauen uns das Fahrzeug hier noch weiter an. Genau, also die Seitenansicht, die Türen, ich zeige es euch mal hier, auch offenbar hier wirklich mit so einem kleinen Türgriff. Ich klappe den Spiegel mal ein bisschen zur Seite. Sowohl hinten als auch vorne sind die Türen offenbar. Die Innensicht wird man jetzt relativ schlecht sehen. Ich blende euch nachher mal Bilder ein, wie es in dem Fahrzeug aussieht. Man hat hier oben noch eine Klappe zum Öffnen. Die kann ich jetzt bei mir leider gerade nicht mehr öffnen, weil ich hier entsprechend auch die Halterung für meine Antenne ein bisschen dran angebracht habe. Ihr glaubt mir einfach, dass man hier oben auch noch öffnen kann. Drehen wir einmal das Fahrzeug. Dann haben wir hinten die Heckklappe. So, kurz auf den Kontrollmonitor schauen. Einmal hier der Blick herein. Mache ich nachher auch nochmal ein Bild. Hier ist tatsächlich noch eine MG drin. Die habe ich bisher nur drin gelassen, weil die sieht man ja nicht wirklich. Diese Klappe kann man auch noch öffnen. Bei mir allerdings nicht, weil ich hier quasi mein Scale-Zubehörzeug ein bisschen dran verbaut habe. Da ich die Klappe sonst schon mal nicht wirklich öffnen muss, war das für mich, ich sag mal, wie sagt man so schön, ein Tod, Mumme starbe und ich habe den hier gewählt an der Stelle. Die Box hier drin ist die Aufnahme für den Akku. Da muss ich sagen, die hätte ein bisschen größer ausfallen können. Wenn wir hier mal aufmachen, da ist
mit DIN-T-Stecker ein Akkuanschluss dran. Und wenn man jetzt hier, ich sag mal speziell irgendwie Hardcase-Akkus oder sonstiges fährt, dann muss man wirklich schön die Kabel drücken, was ich eigentlich wirklich, wirklich ungern mache, um den Akku hier zuzukriegen oder beziehungsweise die Box zuzukriegen. Klar kann man natürlich dann irgendwie auch so rumfahren, wenn dann natürlich nachher der Deckel so zugeht, sollte er natürlich auch anschließen, sonst sieht es irgendwie komisch aus. Aber gerade wenn man solche Varianten überlegt, wie Dach abbauen und dergleichen, der Akku muss irgendwo verbaut werden, dann ja, ist Platz da Mangelware und die Box hätte einen Ticken größer ausfallen dürfen. Das nun mal gen China, wenn man eine neue Auflage des Modells macht, Box größer. Genau, aber sonst, wie gesagt, auch hier drin alles sehr schön ausgearbeitet. Wirklich, also das Fahrzeug auch ohne Dach als Cabrio lässt sich sehr schön anschauen. Auch hier, die Metalldämpfer sind jetzt natürlich keine, ich sag mal, ja, Druckluftdämpfer oder sonstiges oder Öldämpfer, sondern quasi normale Reibungsdämpfer. Da haben wir aber der gleiche mit wahrscheinlich einer Feder drin. Die sehen optisch sehr gut aus, machen auch einen wertigen Eindruck, einen Blick auf die Haptik. Ja, und erfüllen ihren Zweck. Auch die Aufnahmen hier oben, Metall. Sehr viel an diesem Fahrzeug in Metall verbaut, muss man einfach mal ganz klar so sehen. Deswegen finde ich eigentlich wirklich eine sehr hochwertige Geschichte an der Stelle. Natürlich auch auf der anderen Seite zwei Türen, beide öffnbar. Hier über diese mit Fingernagel, sage ich mal, greifbaren Türgriffe. Ich kann es mal herholen. Wie gesagt, ich blende ja noch Bilder vom Innenraum ein. Sieht man so jetzt wahrscheinlich nicht ganz so ideal. Ein bisschen. Ich mache euch Bilder und dann zeige ich euch das nachher an der Stelle. Genau. Ja, die Türen haben wir, wie gesagt, oben offenbar und natürlich die Motorhaube. So, upsala. Ich habe da jetzt schon mal die Scharniere etwas vorgeöffnet, sagen wir etwas beschissen an der Stelle, weil da friemel ich immer richtig rum. Das ist ein richtig fein gemachter Mechanismus. Ich zeige euch dann nachher nochmal ein Detailvideo an der Stelle von diesem Mechanismus, der hier in zwei Klammern einhackt und die Motorhaube quasi fixiert. Im Endeffekt wirklich genauso wie beim Original. Ich als etwas grobschlächtiger Mensch tue mich da immer ein bisschen schwer, die Dinger zu montieren. Deswegen habe ich es jetzt mal vorgelöst an der Stelle. Genau, wenn man die Motorhaube aufmacht, wird hier der Bullenfänger runtergeklappt. Am Anfang fand ich es ein bisschen schade, weil ich sag mal so, der normale Hammer hat natürlich die klassische Front. Ich habe auch überlegt, diese Schenkel hier abzutrennen. Dann hatte ich mal überlegt, mir Ersatz zu kaufen, dass ich wählen kann, Bullenfänger dran oder Bullenfänger weg. Ich wollte sie irgendwie nicht abschneiden, die da. Mittlerweile habe ich mich hier jetzt für eine schwarze Variante entschieden und finde es eigentlich optisch ganz gut, jetzt auch speziell mit diesem Skateboard ein paar Spannbänder, eine schwarze Isomatte und dergleichen. Also es soll ja kein Militärfahrzeug an der Stelle darstellen, sondern wirklich so ein ja, entmilitarisiertes Privatfahrzeug. So möchten wir es mal nennen an der Stelle. Genau, aber jetzt gucken wir mal hier rein. Also wie gesagt, Spannverschlüsse auf und dann haben wir den Motorraum. Der ist schon, ich sag mal, sehr, ja, kann man es erkennen, gucken wir gerade mal, ja, sehr detailliert aufgebaut. Ich habe da mit ein bisschen Farbe und ja, auch, ich sag mal, mit ein bisschen Alterung an manchen Stellen schon ein bisschen nachgeholfen, wobei ich die Alterung sehr dezent nur vorgenommen habe, aber hauptsächlich eher die Farbe mal ein bisschen verwischt oder ja, ein paar Kratzer mal reingemacht an der Stelle, aber sehr wenig. Ja, fand ich aber sehr schön aufgebaut. Und hier drunter, wenn man jetzt quasi hier nochmal zwei Klipse öffnet, da steckt dann die Technik. So, hier ist im Endeffekt bei mir der Empfänger und auch der Knopf für den Regler. Hier der Regler und da der Empfänger und aller mögliches Kabelwerk, also wirklich ganz viel. Man muss dazu sagen, ich habe das Fahrzeug als, ich lege es mal kurz wieder hin, stelle es mal kurz wieder hin, wie gesagt, das Gewicht hat er. Ich habe das Fahrzeug als Basis-Standardversion gekauft, das heißt ohne Licht und ohne Sound. Jetzt wollte ich nachher aber doch Licht und Sound haben, deswegen habe ich mir das nachgekauft. Gibt es bei HG als Nachrüstset und habe dem Fahrzeug quasi Licht über, man sieht hier, solche Einbausets. Die gab es leider nicht in Oliv, ich hoffe man kann es erkennen. Muss man hier gerade einmal ablenken, hier vorne. Das sind quasi diese Nachrüst-Lichtset-Halter, die es aber leider nur in Sandfarben gibt und nicht in Oliv, beziehungsweise ich habe sie nur in Sandfarben bekommen,
Man sieht es nicht, deswegen hat es mich jetzt nicht so wirklich gestört. Aber ich kann euch sagen, dieses Lichtset hier nachzurüsten, ich weiß nicht, wie viel ich da geflucht habe. Also nicht wenig. Das war nämlich echt eine Thematik mit dieser Anleitung, die sehr ja, bescheiden bzw. Kein Schritt zu viel. Und da waren eben einfach auch noch viele Fehler drin. Also die Steckplätze auf dieser Platine sitzt ja hier drin. Die sieht man jetzt gar nicht so richtig hier drunter. So eine Lichtbox. Und da werden dann die verschiedenen Kabel quasi eingesteckt. Und der Plan, der eben halt mitgeliefert war, der hat überhaupt nicht gestimmt. Da haben viele Plätze wirklich gar nicht gepasst. Das Fahrzeug hat ja von der Funktion her Blinker und eben halt normales, ich sag mal, ja, Abblendlicht über die Scheinwerfer und natürlich auch hinten so, hier Bremslicht und Blinker dergleichen. Und die Blinker reagieren natürlich auch ähnlich wie bei dem Video vom Subaru auf Lenkeinschlag. Und ja, das heißt, man lenkt und dann blinkt es. So, ich weiß nicht, wie oft ich da rumgesteckt habe und rumgeändert, bis er dann auch wirklich geblinkt hat, wenn ich in die richtige Richtung gelenkt habe. Teilweise war es so, er hat geblinkt, wenn ich quasi rückwärts gefahren bin. Dann, wenn ich vorwärts gefahren bin, ging irgendwo das Rücklicht an. Also, ja. Es war wirklich abenteuerlich, bis ich dann da mal wirklich so alle Steckplatzvariante durchgefriemelt habe. Und dann kommt ja noch das Nächste. In Verbindung mit diesem Lautsprecher, ich klappe hier gerade mal auf, halte es euch nochmal hin, für das Soundmodul, da sitzt hier drin, diese Lautsprecherne, die geht dann noch unten drunter weiter. Und das Fahrzeug an sich bietet innen drin sehr wenig Platz. Also muss ich vorstellen, hier schon ein richtig ausgebauter Innenraum. Das ist ein komplettes Stück, was abnehmbar ist. Ist mit 6 Schrauben am Unterboden bzw. am Rahmen verschraubt. Und jetzt muss man die ganzen Kabel für Lichtset auch von hinten und von beiden Seiten quasi durchlegen. Plus die Lautsprechereinheit muss verlegt werden. Ihr seht ja dieses Kabelgewirrwarr. Plus Regler, plus Empfänger, alles anschließend die Servos. Er hat ja ein Zweiganggetriebe, das heißt, hinten sitzt noch ein kleiner Servo für die Schaltung. Alles muss hier reingepasst werden, bis ich diese Hochzeit nachher wieder vollbracht habe. Zwischen meiner Karosserie und meinem Chassis habe ich nochmal genauso viel geflucht wie beim Anschluss vom Lichtset. Also ich muss sagen, da gibt es wirklich, ich sag mal, einfachere Modelle. Das hatte ich fast schon ein bisschen erwartet bei einem Modell, was aus China kommt. Aber die Qualität von den Teilen, muss ich sagen, wirklich top. Also sowohl die Metallteile als auch die Kunststoffteile kann ich gar nichts dazu sagen. Wirklich sehr gut. Da kann sich teilweise, wenn ich da an den Lieferzustand von meinem TX6 denke, Hersteller wie Traxxas durchaus mal eine Scheibe von abschneiden. Zum einen, wie das Fahrzeug gesichert ankam und eben halt auch von der Wertigkeit der Teile. Aber was man natürlich auch sagen muss, es sind einfach andere Zielgruppen, die hier bedient werden. Bei einem Traxxas, Beispiel TX6, mal unabhängig vom Dreiachser, ist ein Crawl, der im Gelände was kann. Mit dem im harten Gelände, vor allem auf den Originalreifen hier, da geht nicht arg viel. Das muss man einfach an der Stelle auch mal so ganz klar sagen. Ich möchte hier eventuell noch für die Zukunft, neben wie gesagt, dieser Dachgeschichte, schaue ich mal noch nach anderen Rädern und eben noch nach anderen Dämpfern. Wenn ihr es jetzt noch sehen könntet, wäre das natürlich ideal. Ja, doch, ihr könnt es sehen. So, hier die Dämpfer sind, ich sage jetzt mal, nicht so hochwertig vom Prinzip nach von der Funktion her. Gehe ich mal auch davon aus, was ich bisher gesehen habe, keine Öldämpfer. Das Fahrzeug federt, aber ihr seht, es federt einfach nicht wirklich zurück. Da muss man noch ein bisschen was gucken. Und ich sage mal, in Sachen Verschränkung ein bisschen geht. Aber es hat einfach keinen Vergleich zu einem Crawler. Es wird nie ein richtiger Crawler werden, soll er auch nicht, aber ein bisschen geländegängig, speziell wenn wir da mal unsere Crawler-Strecke haben bei uns im RCCB, da soll dann entsprechend noch ein bisschen was passieren. Und gerade dafür möchte ich dann halt hier Dämpfer und andere Räder noch schauen. Moment mal gucken. Genau. So, zur Technik. Ich klappe hier einmal kurz wieder zu, weil dann kann ich das Fahrzeug nochmal entsprechend kippen. So, machen wir hier die Schnellverschlüsse ran. So, klammern das hoch, genau. Also mal schon zur Technik. Ich kann euch jetzt hier leider das Innere nicht zeigen, beziehungsweise leider.
Ich habe das jetzt nicht wieder weggeschraubt. Wie gesagt, ich habe euch schon erzählt, was für eine helle Freude das war, das Ding zu verheiraten, nachdem ich die ganzen Komponenten eingebaut habe. Deswegen habe ich gesagt, nee, jetzt fürs Video werde ich das Ding nicht mehr auseinanderschrauben. Seht es mir bitte nach. Ich blende euch ein Bild ein, wo ich quasi den Deckel ab hatte. Da ist zwar noch die alte Motor-Regler-Kombo drin, aber ich denke, ja, das könnt ihr euch wegdenken. Ich habe technisch gesehen das Fahrzeug umgerüstet. Ich habe die originale HG-Kombo aus Motor und Regler ausgebaut. Die ist ja in den BMW von meinem Junior, wo ich euch im vorigen Gladbacher-Video mal vorgestellt habe, reingewandert. Weil wirklich das Ding schafft 30 km/h in der Spitze im zweiten Gang. Also ich sag mal für einen Crawler-Scaler viel zu schnell. Und deswegen kam die raus. Ich habe eingebaut einen 21T 550 Motor von Traxxas. Ich finde den sehr gut. Ich kenne einige, die sagen, nee, das ist nicht ihr präferierter Motor. Ich fahre den in sehr vielen auch nicht Traxxas Modellen und finde den super. Als Regler habe ich mir den bewährten Hobbywing 1080 verbaut, der natürlich jetzt im Vergleich zu dem Ursprungsregler, wie gesagt 30 km/h Spitze, sage ich da nur, natürlich eine Wucht ist. Also das Fahrzeug kann jetzt sehr feinfühlig gesteuert werden. Und ja, macht es wirklich von der Performance her, also jetzt nicht im Gelände, aber vom Fahrbild her, von der Fahrperformance, macht einiges her an diesem gesamten Fahrzeug, vom Bild. Ich habe dann hier den Servo ausgetauscht, also sowohl den Lenkservo als auch den Schaltservo. Für den Schaltservo ist ein kleiner Miniservo mit Metall in den Leben reinkommen, weil der ist mir tatsächlich nach der zweiten Fahrt, ist mir der Servo hinten an der Schaltung abgeraucht. Das war echt ärgerlich. Fahrzeug zusammen, war happy, dass es funktioniert. Und dann leider muss ich feststellen, ja, Gangschaltung kaputt. Also alles wieder auseinanderbauen, den Servo ausbauen. Den Servo für die Lenkung hatte ich schon zu Beginn ausgebaut. Ich habe auch, jetzt kippt man das ganze Ding nochmal. So, man sieht es, ich habe auch ein Metall-Servohorn hier eingebaut. Dafür musste halt leider hier die komplette Aufhängung etwas angepasst werden. Muss man ein bisschen mit dem Dremel bearbeiten und ranfallen, weil es eben nicht reingepasst hat. Aber diese Originalaufnahme für den Original-Servo ist einfach, ja, ich sag mal, ein bisschen instabil und ja, auch nicht so richtig dolle. Und der Servo, der dabei war, ja, ist okay. Ist, wie gesagt, auch in den BMW vom Junior gewandert. Aber ja, es gibt bessere, sagen wir mal einfach an der Stelle. Und da ist jetzt auch ein Metallservo reingewandert. Und der tut seinen Dienst sehr gut. Das Fahrzeug fährt und ja, hab meine Freude drin. Also von dem her, als kleines Fazit zu diesem Fahrzeug. Man muss sich durchaus darauf einlassen, nicht nach Plan zu arbeiten. Weil egal, ob es jetzt für den Motor oder für den Regler, der Platz ist so beschränkt, also der Motor geht gerade noch normal rein, aber schon beim Regler muss man gucken, da passt die Originalposition nicht mehr so ganz. Speziell wenn auch der Lautsprecher und die Verkabelung vom Lautsprecher mit reinkommt, plus das Lichtset, dann ist das Ding wirklich vollgepackt. Da muss man dann wirklich mit Gewalt das Ding nachher zusammenpassen und gucken, dass man keine Kabel und dergleichen abknickt. Dazu kommt auch diese LEDs, die man da im Nachrüstset kriegt, die sind so filigran und ja, der Lötpunkt da auf den LEDs so klein. Ja, da darf man auch nicht zu arg biegen an der Stelle. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, also ein bisschen Fluchen ist mit dabei. Wer sich darauf einlässt, kriegt hier einen genialen Scaler. Kein Crawler, ein Scaler. Genau. Das ist mal an der Stelle zum Fahrzeug. Wie gesagt, ich habe eben noch ein paar Deko-Elemente bisher außen dran zugemacht. Also meine Isomatten, hinten quasi die Seile oder auch hier oben so ein bisschen Deko-Zeug und meine selbstgemachte Antenne. Also draußen noch sehr moderat an der Stelle. Hier noch ein kleiner Einblick auf die Frontachse. Ihr seht, Hammer von vorne. Hier drin, diese kleine Schraube, ist übrigens die manuelle Sperrung der Achsen. Also beide Differentiale hinten und vorne an der Hinter- und Vorderachse können gesperrt werden. Jetzt aber nicht zum Beispiel wie beim TX4 automatisch bzw. über die Fernsteuerung, sondern die müssen tatsächlich über eine beiliegende Schraube manuell gesperrt werden. Also muss ich vor der Fahrt quasi entscheiden, ob man sie sperren will oder offen lassen will. Ich kann aber empfehlen, sperrt sie, weil offen bringt das Ding im Gelände überhaupt nichts. Jetzt möchte ich noch ein Part kurz hier der Fernsteuerung widmen. Wer das Fahrzeug kennt, würde sagen, ja, das ist ja nicht die originale Fernsteuerung. Nein, ist sie nicht.
Im Original ist hier ja so eine Pultfernsteuerung mit einem 16-Kanal-Empfänger, also auch eine 16-Kanal-Fernsteuerung mit dabei. Die gibt es in einer, müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr euch die irgendwie anschaffen wollt, die gibt es in einer 8-Kanal- und in einer 16-Kanal-Ausführung. Braucht man aber nicht wirklich. Und ich bin einfach kein Freund von Pultfernsteuerungen. Ich bin kein Flieger und deswegen, ich brauche so eine Pistolenfernsteuerung an der Stelle. Und ich habe mir hier die Hobbyporter gegönnt. Das ist eine 7-Kanal-Fernsteuerung. Echt ein feines Gerät, muss ich sagen. Hier. Seht ihr mal, mit schönem Display. Wenn man Gas gibt, auch mit schöner Spielereianzeige, braucht natürlich keiner. Wir haben eine LED. Genau. Und halt eben 7 Kanäle. Also wirklich ein feines Ding. Ich muss sagen, das war ein Glücksgriff, wo ich die damals gefunden habe. Ich habe mittlerweile hat sich herausgestellt, das ist quasi ein Klon von der 7-Kanal Carson-Fernsteuerung. Die war damals sehr günstig, muss ich sagen. Ich habe die für knapp 40 Euro geholt. Danach war sie nicht mehr verfügbar und jetzt kostet sie auch wie die Carson fast 100 Euro. Heißt, glaube ich, nicht mehr Hobbyporter, sondern hat irgendeinen anderen Namen an der Stelle. Ich weiß nicht, ob da die Lizenz irgendwie nicht aus oder ausgelaufen ist oder was auch immer, keine Ahnung. Ich habe sie regulär gekauft und muss sagen, fand es ein schönes oder finde es eine schöne Fernsteuerung nach wie vor. Lässt sich sehr gut einstellen, und liegt eben halt auch sehr gut in der Hand. Ist wertig und hochwertig und halt dieses Pult von dem originalen HG, sage ich mal, damit komme ich halt nicht zurecht. Ist nicht meine Welt und deswegen habe ich hier umgerüstet auf das an der Stelle. Genau, das ist jetzt eben meine Kombo. Ausblick, eventuell, wie gesagt, das Dach noch ab, ein Stoffdach obendrauf, Türen dann weg, Metall-Überrollkäfig, andere Räder, andere Dämpfer. Das könnte eventuell bei diesem Fahrzeug noch kommen. Wenn ich es mache, halte ich euch mit dem Video auf dem Laufenden. So, hier mal ein kleiner Einblick in die Licht- und Sound-Funktion. Ich habe das Fahrzeug jetzt schon mal angemacht. Also, lenken, ihr seht die Blinker. So, aber natürlich, der Sound muss her. Wir geben mal kurz ein bisschen Gas. Da kommt der Sound. So, dann können wir Gas geben. Das Fahrzeug startet automatisch im Leerlauf. Er beschleunigt wirklich hoch. Man kann ihn noch lauter einstellen, aber das war mir persönlich zu laut. So, jetzt legen wir mal einen Gang ein. So, und ich finde es toll. So, dann würde ich mal sagen, machen wir den mal kurz zur Seite. Den schweren Öschi. So, und jetzt holen wir nochmal den alten Veteranen her. So, machen wir mal den Deckel ab. Ich habe den vorher schon mal gelöst, weil, ja, fangen wir hier an. Der hat hier vorne, ich hoffe, ihr könnt es sehen, hier diese Schnellverschlüsse, die werden hier eingehakt. Und in Verbindung, wenn man den quasi hier so einhakt und hinten einfädelt, ich breche mir da fast jedes Mal einen ab. Also deswegen wollte ich euch das ersparen, habe es schon mal abgenommen an der Stelle. Genau, hier drunter, ich sag mal, alte Technik, TA02 Chassis. Man sieht hier wirklich, ich will fast sagen antiquiert. Ich fahre den mit einer, beziehungsweise er steht da, mit einer Apsima-Fernsteuerung. Der CR2, also eine relativ normale 2-Kanal-Fernsteuerung, nichts Außergewöhnliches, liegt auch sehr gut in der Hand. Ja, kann ich eigentlich nichts Negatives dazu sagen. Ist jetzt meine zweite von Apsima. Die 6-Kanal für den Unimog habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Genau, und so ist im Endeffekt die Technik jetzt hier drin verbaut. Also, ja, ein alter Regler, alter Motor. Ist halt einfach, das Fahrzeug stammt aus den 90ern und seitdem eigentlich hauptsächlich im Regal stand. Man sieht auch, die Räder sind noch die Originalen. Die werden wahrscheinlich langsam spröde sein, zeigen aber quasi keine Abnutzungserscheinungen, weil das Fahrzeug eben kaum bewegt wurde. Sieht man auch hier am Unterboden, ein paar Kratzer hat er mal abgekriegt, muss man ganz erkennen. Aber ich sag mal, außer ein paar Schleifer hat der eigentlich noch nicht arg viel harteres Gelände gesehen an der Stelle.
Genau. Die Karosserie ist rot an der Stelle. Ich setze ihn mal so drauf, nicht wundern. Vorne kämen wir natürlich dann ein bisschen weiter runter. Ich hänge ihn jetzt hier nicht ein. Die Karosserie hier in rot, normal hat sie ja auch diesen Olivton. Das Fahrzeug ist damals gebraucht, gekauft worden, war ursprünglich mal das Fahrzeug von meinem Vater. Ist dann eben ja, in meinen Fuhrpark übergegangen, aber ja, wird nur als Deko-Objekt benutzt und steht quasi dekorativ da. Die Lackierung hier, man sieht es an den ein oder anderen Stellen. Wo haben wir denn so eine Stelle? Da blitzt mittlerweile hier zum Beispiel auch jetzt schon wieder das Oliv heraus. Und natürlich auch hier bei den Klammern. Es ist einfach ein Fahrzeug, wenn man denkt, irgendwie stammt irgendwann aus Mitte der 90er. Also ich würde mal behaupten, sogar das Modell kriegt bald ein H-Kennzeichen. Und vor dem Hintergrund ist es einfach zu schade, um das zu bewegen. Prinzipiell fahren würde er noch, zumindest wo ich es mal getestet habe. Und auch mit der Fernsteuerung hier sind wir auch einigermaßen halbwegs adäquat modern unterwegs. Also sprich 2,4 GHz, so wie übrigens die Hobbyporter beim HG auch an der Stelle. Genau, also das war im Endeffekt jetzt mal die Vorstellung. Ich hole euch nochmal beide Fahrzeuge hierher. Ich sag mal, der Großvater und der Urenkel sind hier dann auf Gruppenfoto vereint. Die Fernsteuerung noch mit dazu. So. Na, wenn man es jetzt noch ins Bild gestellt hätte, dass ihr es seht, ja gut, machen wir es mal so. Ihr habt es ja schon gesehen. Genau. Ja. Wir stellen sie mal hinten hin. So, sehr professionell, muss ich sagen. Genau. Also zum Abschluss hier im Endeffekt die zwei Fahrzeuge nochmal im Vergleich. Also wie gesagt, der Größenvergleich ganz klar. Hier natürlich die 1 zu 10er Welt. Ja, eine Nummer größer wie 1 zu 12. Technisch natürlich auch eine ganz andere Hausnummer. Aber ja, beide Fahrzeuge haben ihren Charme. Und beide Fahrzeuge haben auch ihre Daseinsberechtigung. Also der nach wie vor einfach als, ja, ich sag mal, die schöne alte Zeit. Und der hier einfach, ja, Scaler, was geht, zeigen, was geht. Und das kann man an der Stelle. Genau. Ich hoffe, euch hat der Vergleich Spaß gemacht und auch diese, ihr könnt meinen Enthusiasmus für das Modell Hammer im Endeffekt teilen. Würde mich freuen, ja, wenn es so wäre. Und mal gucken, was quasi hier projektmäßig noch passiert. Ich muss ja nach meinem All-Star-Projekt noch irgendwie was haben, mit dem ich weitermachen kann. Also seid gespannt, was an der Stelle noch kommt. So, da wären wir auch schon wieder durch mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit meinen zwei kleinen Hammern. Sind wirklich schöne Modelle, die, ja, ich sag mal, so für die Gelände hat sicherlich nicht so ideal geeignet sind. Dafür gibt es richtige Crawler. Aber auf dem Scaler-Bereich, ich sag mal, der Hammer mit seiner Detailtreue, auch mit diesem Metallrahmen und auch ja, der ganzen Aufbauweise der Karosserie obendrauf. Ja, also da muss man weit gucken, bis man dann sowas findet. Ich sag mal, Stock-Abwerk, wohlgemerkt. Sehr schönes Fahrzeug. Auch der Tamiya-Hammer, wie gesagt, zu schade fürs Gelände. Aber beide bleiben in meinem Fuhrpark und ich erfreue mich dran. So, das war jetzt im Endeffekt mal im Abwasch über mehrere Wochen die Fahrzeuge aus meinem Fuhrpark. Ich hoffe, euch hat einfach die gesamte Serie Spaß gemacht. Ich habe aber schon wieder neue Ideen, was wir dann nach Abschluss dieser Serie machen können. Ich sage mal, das All-Star-Projekt läuft ja noch weiter. Und was ich auch gesagt habe, ich möchte auf dem Lose ja entsprechend mal die verschiedenen Radsätze, die ich bei mir habe, mal vergleichen, testen. Dazu gibt es noch den einen oder anderen Speedrun über GPS-Messungen, die noch anstehen. Also seid mal gespannt, da kommt noch ein bisschen was. Und auch beim Verein, beim RCCB soll es jetzt richtig losgehen. Und also für dieses Jahr, wir haben ja letztes Jahr schon richtig, richtig losgelegt. Aber das Wetter hat uns ja immer noch so ein bisschen ein Schnippchen geschlagen. Ich sag mal, der Schnee im April, wunderbar. Aber wir bauen weiter und ich lasse euch daran teilhaben. Und damit ihr auch wirklich daran teilhaben könnt, bitte Abo da lassen, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr auch immer eine Meldung, wenn das neueste Video da ist. Und wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst, dann weiß ich auch für mich selber, was ich da mache, gefällt euch. Also in dem Sinne, habt Spaß, habt Freude, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Leichtathlet.